Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann hat heute zusammen mit der Expertengruppe Integrierte Stadtentwicklung und Wohnen einige Ideen vorgestellt. Grund für die Weiterentwicklung der Stadt sind vor allem die steigenden Anwohnerzahlen. Es geht darum, zugespitzt auch zu sagen, was jetzt erforderlich ist in einer Situation, wo unsere Stadt wächst. Die Stadt wächst sehr massiv, es fehlen 20.000 Wohnungen heute schon, das geht eher nach oben. Letztes Jahr ein Zuzug, vor allem aus dem Umland, 14.000, 15.000 Menschen. Das Wohnungsangebot in Frankfurt wird immer geringer. Leerstehende Büroflächen umfunktionieren, das soll eine der Lösungen des Problems sein. Sogenannte Taskforces sollen dabei helfen. Die Idee ist, dass es innerhalb der Behörde eine Gruppe gibt, die mit hohem Druck versucht, die Türen aufzumachen für die Umwandlung von immerhin 1,3 Millionen Quadratmeter, die leer stehen, während auf der anderen Seite die ganze Stadt lechzt nach mehr Wohnraum. Das gehört zusammen und die sollen sich darum kümmern, dass wenn jemand da investiert, dass der schnell zu seinem Ziel kriegt, geholfen kriegt bei den Anträgen, durch die Behörden begleitet wird, damit das schneller dann passiert, dass wir wirklich dann preiswerten Wohnraum für die Menschen schaffen. Doch nicht nur preiswerter Wohnraum soll her. Schaffung neuer Arbeitsplätze und die Stärkung der Wirtschaft sowie des sozialen Zusammenhalts sind auch von elementarer Bedeutung. Der Oberbürgermeister sieht zuversichtlich in die Zukunft und möchte die Ziele schnellstmöglich umsetzen.